Brisant am Sonntag. Schön, dass Sie auch heute bei uns sind. Herzlich willkommen zur Sendung. Auf dem Weg von Mexiko nach Costa Rica verschwindet ein Kleinflugzeug plötzlich vom Radar. An Bord sollen McFit-Gründer Rainer Schaller und seine Familie gewesen sein. Rettungskräfte haben inzwischen zwei Leichen und auch Trümmerteile im Meer gefunden. In dem Flugzeug waren 5 Passagiere und ein Pilot. Und die Frage ist jetzt natürlich, was ist da genau passiert?